kurz nach 7, die B4 zwischen Oberwolsbach und Neustadt bei Coburg. Ein Autofahrer sieht einen Blitzer, bremst sofort ab. Dann eine Kettenreaktion. 3 Auffahrunfälle, 7 Fahrzeuge sind involviert. 5 Menschen werden verletzt, ein 26-Jähriger schwer. Und der Auslöser dafür wahrscheinlich ein Blitzer. Hier im Bereich wurde eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Einer der Verkehrsteilnehmer hat daraufhin wahrscheinlich zu stark abgebremst. Erschrocken, weil er das Radargerät gesehen hat. Doch wo dürfen Blitzer überhaupt stehen? Grundsätzlich gilt, Blitzer sollen nicht als Abzocke der Autofahrer dienen, sondern die Verkehrssicherheit erhöhen. Allgemein sollten Blitzer auf jeden Fall immer an Gefahrenstellen aufgebaut werden, also dort, wo Unfälle passieren, dort, wo vielleicht auch sehr oft eine Geschwindigkeitsübergrenzung festgestellt wird und natürlich vor besonders schützenswerten Einrichtungen, also zum Beispiel Schulen oder Senioreneinrichtungen. Der Blitzer an der B4 ist rechtmäßig aufgestellt, denn immer wieder sind Autofahrer hier zu schnell unterwegs. Heute Morgen mussten 4 Menschen ins Krankenhaus gebracht werden.